Viel Spaß. Das erste Stück, mit dem wir jetzt weitermachen, trägt den Titel Kosowski Bojuri. Der Inhalt, ein paar Worte dazu, das Gespräch zwischen einer Frau und einem Mann. Die Frau redet mit dem Mann über das karge, trockene und unbelebte Land im Kosovo, in dem Dürre und Trockenheit herrscht, und sie bespricht mit ihm, dass sie dort Pfingstrosen pflanzen wollen, als Zeichen des Lebens, als Zeichen der Schönheit, als Zeichen der Hoffnung auf die Zukunft, in der Hoffnung auf viele, auf weitere Sprösslinge, und dass das Land belebt wird. Und ja, in dieser Stimmung voller Temperament und Sehnsucht erklingt dieses Lied jetzt für Sie. Wir haben neu in unserem Arrangement von diesem Stück haben wir in der Einleitung etwas eingebaut, was Assoziationen auch an den Krieg, der in Serbien geherrscht hat, wachruft.